Es sah düster aus für Borussia Dortmund. Bis in die Schlussphase drohte bei Atalanta Bergamo das Aus in der Zwischenrunde. Dass sich die Westfalen letztendlich doch nicht von Träumen und Zielen verabschieden mussten, hing eng mit einem Rückkehrer zusammen. Es lief die 83-Punkt-Spielminute, in der Marco Reus an Atalanta-Keeper Edrit Berisha scheiterte. Der 47-malige albanische Nationalkeeper ließ die Kugel aber prallen, und Marcel Schmelzer hatte den Braten gerochen. Der aufgerückte BVB-Kapitän drückte den Ball zum erlösenden 1:1 über die Linie. Ein Tor, das am Ende für das Erreichen des Achtelfinals in der Europa League reichen sollte und eines, das den BVB in einen Lostopf mit möglichen Gegnern wie Atletico Madrid, Arsenal, Milan oder Lazio Rom warf. Für Schmelzer war es der erste Treffer seit fast einem Jahr, erst sein 6. Pflichtspieltor für die Westfalen überhaupt und sein 2. in Europa. Ich hatte da so eine Eingebung, dass Marco Reus das Tor nicht selbst machen wollte. Ich habe eiskalt zugeschlagen, erklärte er grinsend. Dass die 45 Minuten kam für den blassen Jeremy Toljan zur Pause, für ihn 64 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel schon sehr anstrengend waren, wollte Schmelzer nicht verschweigen. Insgesamt war es aber ein äußerst biederer Auftritt des Bundesliga-Zweiten. Das gestand auch Mario Götze ein. Wir hätten es uns einfacher gewünscht. Wir müssen zielstrebiger werden. Anführungszeichen. Deutlich wurde sein Trainer, der speziell mit den ersten 45 Minuten so gar nicht einverstanden war. Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben es Bergamo auch richtig leicht gemacht in der ersten Halbzeit. Wir haben kaum Zweikämpfe gewonnen, das hat nicht viel von Männerfußball gehabt, so Peter Stöger, der nur einen Spieler herausheben wollte. Marco Reus hat wieder gezeigt, wie wichtig er für unser Spiel ist.